Minuten, immerhin. I've done what I can. Ah, was ich kann. Wenn wir in der Höhle lag. Könnten ja die Pistole hinlegen. Leuchtpistole. Können wir ihr nicht dieses Kreuz geben und ihr sagen, Gott liebt dich, du hast nicht ohne Grund überlebt. Du hast bestimmt noch irgendwas Wichtiges zu tun. Vielleicht hast du vergessen, den Herd auszuschalten. Oh Mann, ich habe auf jeden Fall mehr Vertrauen in Berlin. Hätten das Hagebutten auseinander. Also mit Rennen schaffen wir es auf jeden Fall bis zum Dingens. Aber da wir ja nicht rennen können. Ganz voll. Boah, ich würde das niemals machen. Muss ich hier jetzt auch nicht rüberziehen. Also. Alle Koffer durch. Das hätten wir machen sollen. Entlang bei der Straße. Das ist die einzige. Dann vielleicht mal zurücklaufen in die Fahrt. Hey. Hör zu, ich habe auf der Karte gesehen. Nein, das ist es nicht, oder? Hä? Achso. Also Zunderbünde. Breche dich. Hier ist kalt, das weiß ich. Da hinten! Ich sehe es. Anders raus. Mach dir warme Gedanken, wir sind gleich da.
Wir waren. Will ich hier jetzt kein Feuer? Aussieht. Oh, hier gibt's gar nicht. Ist so kalt. Nein. Aber jetzt wird's warm. Sind sie dort noch? Hose. Ja, du bist schön. Kein Feuer. Kein Ofen. Lokale Legende, Geisterhirsch. Die von harten Wintern und Isolation gebeutelten Bewohner des idyllischen Tals suchten oft in der Natur nach Schutz und Geborgenheit. Ein beliebter Zeitvertreib bestand darin, legendären Hirsch Ausschau zu halten, der laut den älteren Bewohnern eine besondere Interesse verleihen sollte. Natürlich nur demjenigen, dem es gelang, diese wilde Kreatur zu finden, ob das rätselhafte Tier selbst oder das friedliche Ausschauhalten nach ihm diese Erkenntnis hervorrief, ist nicht eindeutig überliefert. Okay. Vollmütze. Ja, machen. Heißt aber auch, hier wieder Wolf unter. Nicht zugestellter Brief. Liebe Cindy, was nun, mein Schatz? Kein Bargeld. Nichts in Aussicht. Ich muss etwas unternehmen. Alle sind weg. Ich weiß nicht, wie das ausgehen wird, aber so oder so tut es mir leid. Das Ding ist oben in Abhang, im leeren Keller. Vielleicht können wir... Laut Pater Thomas, dem örtlichen Pfarrer, wurde das aus einer Kirche am Kreuz gestohlene Artefakt vor Jahrzehnten. Sein finanzieller Wert ist zwar beträchtlich, aber gerade für die Mitglieder unserer Kirche hat es auch einen hohen, sagt er, der spirituelle Wert von dem Ding. Kann man nicht machen. Das wollen. Ach, ich kann jetzt hier gar nicht raus. Das ist euer Scheiß Ernst? Ich sitze hier fest. Mit Gwen. Oh. Gut. Mir soll's recht. Oh, Thermostiefel. Nice. Jetzt. Können doch ein Fenster öffnen. Ist. Okay, wo sind wir denn? Na gut, wir sind fast da, ne? Komm so. Das ist nichts. Das wissen wir. Da sind auch eine Menge Wölfe. Es ist besser, wenn wir aus. Hier irgendwo war eine Hütte. Wir müssen warten, bis es Gwen wieder gut geht. Nix, legen wir uns hin.